Fußballfreunde und willkommen zurück zum nächsten Stadionvlog. Ich hoffe, ich bin halbwegs zu hören. Ich bin in Dortmund mit dem guten Patrick. Der ist auch mit dabei. Ja, sicher. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Aber geiles Champions League-Spiel sehen. Es ist Champions League, deswegen lohnt sich das, wenn Ajax gewinnt. Das wird gut, es ist gut voll. Und wir gehen jetzt ins Stadion. Attacke!
regelt aber auch alles. Jeder Angriff. Alter Schön. Thank you.
Hause ist. Dortmund führt 1-0, geht schon in Ordnung, kann gut rein. Es ist eine geile Stimmung, Alter. Muss man schon auch als Schalker sagen. Dortmunder Fans, Wahnsinn, Ajax-Fans, Wahnsinn, dass man richtig Bock. Hummels hat eine Rote gekriegt, die war eigentlich keine. Der Elfmeter war für mich aber auch keiner, deswegen hat sich ein bisschen ausgeglichen, aber die zweite Hälfte auch unter roten Linie wird nochmal richtig spannend. Richtig spannend.
So, wir sind wieder im Auto. Ajax hat, wie gesehen, 3-1 gewonnen. Es war stimmungsmäßig ein geiles Spiel. Definitiv. Du bist natürlich enttäuscht. Ja, auf jeden Fall. Das Spiel war mit der roten Karte nicht gelaufen, aber dann doch stark beeinflusst. Ja, also man hat es in der zweiten Hälfte gemerkt, Ajax war ja nur noch im Angriff. Also wir hätten die besten Plätze, bei uns ist alles passiert. Das ist das einzig Gute gewesen. Gut, ich aus Schalker Sicht halte mich zurück. War trotzdem auch an alle Dortmunder eine geile Stimmung, muss man ganz klar sagen. Das war wirklich das Highlight heute, was da von beiden Tribünen, also von links und rechts, so kam. Das war schon geil. Und Ajax hat geile Kicker, die werden was reißen. Und Dortmund wird auch weiterkommen. Ja, nach dem Spiel kann man das so sagen. Das wird schon was. Also, wir fahren jetzt zurück, haben noch ein paar Minuten vor uns. Dann gibt es Sonntag schon den nächsten Stadionvlog. Dann bin ich nicht in Dortmund, sondern wieder auf Schalke. Also, abonniert den Kanal gerne für mehr Stadionvlogs. Lasst ein Like da, schreibt einen Kommentar. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, ciao. Bleibt am Ball.